Das hätte ich mit Anfang 20 können sein. Ich bin dort viermal pro Woche pumpen, weil ich sehr viel Stress hatte im Studium. Und statt nach der Schule heim zu hängen, habe ich mich dann ins Fitness geschleppt, weil ich mir von dem einen Ausgleich erhofft habe. Aber dann ist alles anders gekommen. Ich bin richtig verbissen worden und wenn ich das Training musste aussetzen, weil ich zum Beispiel krank war, hat mich das richtig frustriert. Und ich bin auch strenger geworden mit mir selber und mit meinem Körper. Weil ich sehr schnell Muskeln ansetze, sind meine Beine breiter geworden. Das hat mir gar nicht gefallen. Und ich bin auch strenger geworden beim Essen. Nicht mehr Hunger und auf was ich Lust hatte, haben meine Menüs geplant, sondern wie viel ich im Training geleistet habe. Dort ist mir nicht gut gegangen. Das war 2015. Input. Heute, ein paar Jahre später, habe ich eine Bewegungsroutine gefunden, die viel besser zu mir passt. Ich gehe regelmässig spazieren und wenn immer möglich auch in die Natur. Oder zumindest in den nächsten Park, wie jetzt zum Beispiel gerade im Irchelpark in Zürich. Ich merke dann nämlich schon nach ein paar Minuten, wie der Stress anfängt von mir abfallen und ich langsam vom Kopf wieder in den Körper komme. Für diese Folge gehe ich nochmal 8 Jahre zurück in meine Vergangenheit und ich rede mit Leuten, die sich am Training verschrieben haben, mit allen guten und schlechten Seiten am Sport. Eben wie dazumal ich, Anna Kreidler. Der Dani von Basel-Land ist so einer, ein Fitnessversessener. Er ist 38 und trainiert seit mehr als 20 Jahren. Und das fast täglich. Anabolika hat für ihn früher dazugehört, so habe er seinen Körper und seine Grenzen testen. Heute führt Dani ein anderes Leben. Er lebt mit Frau und Kind in einem Reihenhaus auf dem Dorf. Fitness macht er nach wie vor, einfach nicht im Studio, sondern in seinem Keller, wo er zu einem Fitnessraum umfunktioniert hat. Hallo! Hoi Daniel! Herzlich willkommen! Dankeschön! Bevor Dani heute trainiert, hocken wir zusammen auf die Terrasse raus, trinken den Eistee und er zeigt mir Fotos von früher, wo er noch ein Teenie war. Das war am Meer in Montenegro. Und dort war ich so um die 14, 15, 16, vielleicht höchstens, glaube ich aber nicht. Ich glaube eher so 14, 15. Und ja, da sieht man total unproportional. Bauch eingezogen natürlich, Standard immer bei jedem Foto. Eine Brust zeigt nach Westen, die anderen nach Osten. Das war halt mein früheres Ich, das mir nicht gefallen hat. Also, wie gesagt, optisch nicht einmal so schlimm wie im Alltag halt. Die Konsequenz? Der Dani fängt mit Sport an. Kickboxen, Kraftsport und Thaiboxen. Er hat seinen Körper immer weiter treiben und auch ein bestimmtes Gewicht abgehalten, damit er an Wettkämpfen teilnehmen kann. Das hat er auf natürliche Art aber nicht geschafft und darum eben Anabolika. Also ich habe angefangen damit. Und ca. 21 war das erste Mal. Und es ist ich habe Kampfsport gemacht, also Thai-Boxen. Also hast du deinen Körper einfach zu noch mehr Leistung bringen? Ja, zu viel mehr Leistung erstens. Und zweitens wollte ich das Gewicht erreichen. Ja. In so einem, also das Gewicht hat in so ein Spektrum rein müssen, damit es nicht mehr wieder runtergeht. Mhm. Genau. Und das habe ich dann auch damit erreicht. Also das war eigentlich die Idee dahinter. Er hat unter anderem sogar ein Medikament genommen, das man sonst in der Tiermast braucht. Bei Menschen macht das Mittel, dass man schnell an Muskeln zunimmt. Angst vor den möglichen Nebenwirkungen habe ich keine gehabt. Und die sind doch recht vielseitig. Von Hoden, die schrumpfen, über Haare, die einem ausfallen, bis hin zu Nieren- und Leberschäden. Wir swipen weiter zum nächsten Foto. Er hockt auf einer Trainingsbank und seine Arme spannen sich aus seinem Tanktop raus wie Äste oder Wurzeln, die aus einem Stamm von einem grossen Baum wachsen. Er ist 27 und auf Testosteron. Vermisst du die Zeit, wo du so breit warst? Nein. Ich würde die Zeit heute vermissen. Irgendwann einmal, vielleicht. Aber nicht die Zeit, wo ich so breit war, nein. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das Bild siehst? Wenn das Bild sehe, lache ich einfach nur. Dann denke ich, mein Gott, wie ich ausgesehen habe. So schwätzen wir über frühere Zeiten und ich erzähle ihm vom Stress, den ich damals im Studium hatte und wie ich durch Sport Druck abbauen wollte. Und dann habe ich auch angefangen, Fitness zu machen. Und bin auch so, jetzt nicht so wie du, aber weißt schon, dreimal in der Woche. Ja. Und schon auch mit Krafttraining, ja. Und so. Und dann habe ich eben auch sehr stark gemerkt, dass es in so ein Leistungsding hineingeht. Und dass ich dann auch unzufrieden bin, wenn ich nicht gehe. Oder unzufrieden bin mit mir, wenn ich ungesund esse und so. Und je mehr. Wie meinst du, ist gut? Wenn du das Schema reingehst, ist es eigentlich gut.
das Geheimnisrezept für mich jetzt, muss nicht bei allen so sein, wir sind alle verschieden, mhm. aber das Rezept ist, dass du einfach da gehst, wenn du gar keinen Bock hast. Ja, wenn du gar keinen Bock hast, wenn es wirklich, wirklich mega anschießt, dass du dann trotzdem gehst. Mhm. Das sind meine besten Trainings. Naja, mich holt die Strategie jetzt nicht mega ab. Und sie erinnern mich auch ein bisschen an etwas, was ich beim Recherchieren gelesen habe, nämlich die ungesunde Seite des Sports, genauer gesagt Muskelsucht. Betroffene sind vor allem Männer, die ihren Körper als nicht gut genug wahrnehmen. Sie denken konstant an Sport und an die Ernährung. Und wenn sie ihre ästhetischen Ziele nicht auf natürlichem Weg erreichen, greifen sie eben auf Medikamente zurück, um ihre Leistung zu fördern. Ich wollte von Dani wissen, ob er sich in dem Sinne sieht. Eigentlich gar nicht. Also, ich bin auch nie einer, der im Fitness so vor dem Spiegel gestanden hat und gepostet hat und auch nicht daheim auf dem WC. Ich habe das eigentlich nie gemacht. Ich habe immer gesagt, wenn mein Körper die Leistung bringt, die ich von ihm verlange, dann bin ich zufrieden. Leistung. Das Wort fällt an dem Nachmittag häufig. Ich merke, dass ihm das wichtig ist. Heute lenkt ihm der Sport in seinem Fitnessraum und er braucht keine Medis mehr. Wir gehen zusammen in seinen Keller. Der Dani arbeitet als Zolldeklarant und hockt für das viel im Homeoffice. Nach einem langen Tag sucht er hier unten einen Ausgleich. In der Mitte des Raums hängt ein Boxsack. Links davon liegen Medizinbälle am Boden und rechts steht ein Fitnessgerät für den Oberkörper an der Betonwand. Schmecken tut es lustigerweise nach nichts. Der Dani sagt, er lüftet nach jedem Training. Und auch sonst ist es leer. Und dementsprechend hallt es auch. Wie oft trainierst du in der Woche? 5-mal. Immer. Manchmal auch 6-mal. Kommen, was wollen. Ausser er hat eine Grippe. Umbringen müsse er sich ja auch nicht gerade. Und mit diesen Worten läuft er an den Boxsack. Und so geht das eine knappe halbe Stunde. Alle paar Sekunden wechselt dann das Gerät hin und her, vom Boxsack zum Medizinball zum Gewichtlüpfen. Und obwohl er immer in Bewegung ist, erinnert es mich daran, wie wahnsinnig monoton ich damals Fitness gefunden habe. Ein Trainingsplan ist für mich ein Korsett, das einem sagt, was man machen muss, auch wenn man weder Bock noch Motivation dazu hat. Aber genau diese Routine scheint ihm Dani zu gefallen, ihn anzuspornen und nach einem langen Tag im Büro glücklich zu machen. Heute ist er zufrieden mit seinem Körper, er bringe die Leistung, die er von ihm verlange. Und optisch müsse es nur seiner Frau gefallen. Und sie sei zufrieden. Er lacht und schlägt wieder auf seinen Boxsack ein. Ich habe auch ein bisschen Mühe mit so Leuten, das sage ich ganz ehrlich, die irgendwie meinen, sie können hier jetzt vom Sofa Chips fressen und einfach irgendwie Netflix schauen und einfach nur auf einmal den Schalter umheben und dann kommt er und dann haltet er mit mir mit. Ich habe ein bisschen Mühe mit so Sachen, weißt, dass Leute zu wenig Verständnis dafür haben, dass da viel Arbeit dahinter steckt, dass da viel investiert worden ist, viel Zeit, viel Schweiß, viel Blut, dass man erbrochen hat im Training, wenn man über seine Grenze gegangen ist, dass man mal Blut im Urin hatte, weil man verausgabt war. Er erzählt mir das und mir geht durch den Kopf, klar, ich habe auch intensiv trainiert, aber das ist doch nicht mehr gesund. Nein, das ist nicht gesund. Aber der Bertolt Brecht hat ja gesagt, das war ein deutscher Lyriker gewesen. Der grosse Sport fängt an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein. Der grosse Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein. Also bei mir hat es genau dort aufgehört, wo mir der Sport psychisch nicht mehr gut getan hat. Aber gesund von ungesund abgrenzen finde ich beim Thema Sport mega schwierig. Aber auch der Übergang zu einer Muskelsucht kommt mir fließend vor. Ich brauche Einordnung und finde sie über den Roland Müller. Er ist Psychologe und Experte auf dem Gebiet. Auch er trainiert, einfach nicht bis zum Umkehren und Erbrechen, sondern einfach, wahrscheinlich wie die meisten, als Workout. Ich treffe ihn in Basel am Montagabend in einem Fitnessstudio. Und auf die Frage, was alles Anzeichen sein können für eine Muskelsucht, präsentiert er mir einen ganzen Fächer. Wenn man zum Beispiel, obwohl der Körper Ermüdungserscheinungen zeigt oder man verletzt ist oder Schmerz hat, wenn man trotzdem intensiv weiter trainiert, Klammer auf, weil man Angst hat, dass man sonst den Trainingserfolg, den man bisher hatte, wieder verliert, Klammer zu. Wenn man immer weniger soziale Kontakte pflegt, beispielsweise am Wochenende nicht mehr mit den Kolleginnen und Kollegen in den Ausgang geht, weil man sonst zu wenig Schlaf hat, weil man Alkohol trinkt und etwas essen, das nicht auf dem Diätplan ist oder man nicht gerade
Cheat Day hat, wenn man das Training aus irgendwelchen Gründen nicht machen kann und dann sich sehr schlecht fühlt, eben viel Stress hat, wenn man im Fitnessstudio ist und das Training nicht ganz genau so kann ablaufen, wie man das im Kopf hat und dann sehr irritiert ist. Und dann kommt noch die Körperbildstörung dazu. Das ist dann, wenn man von der Muskeldysmorphie redet, wenn man in den Spiegel schaut und immer nur zu wenig sieht und nicht genug, sich deswegen schämt, den Körper in der Öffentlichkeit zu zeigen, ins Schwimmbad geht, sich vor der Partnerin oder vor dem Partner nicht mehr auszieht. Solche Sachen halt. Es ist nicht ganz klar, wie viele Menschen in der Schweiz eine Muskelsucht haben. Aber laut Roland Müller bewegt sich rund ein Fünftel der Männer im Fitnesssport in einem Stressbereich. Und in den letzten Jahren sei der Stress auf das Körperbild der Männer gestiegen. Unter anderem, wer hätte es gedacht, wegen Social Media und den Fitnessinhalten, die dort drauf promotet werden. Aber der Körperkult gibt es schon viel länger. Stichwort Bodybuilding. Das sind in den so 60er, 70er Jahren ist das eine kleine Freak-Gruppe gewesen, quasi. Die sind natürlich einfach aufgefallen. Die sind in ihren Kellern gewesen, wo sie selber ihre Geräte zusammengeschweißt haben. Man hat dort gar noch nicht recht gewusst, wie eigentlich die Trainingsroutinen gehen. Die haben das quasi ausprobiert, experimentiert. Und das sind wirklich so wie Körperfetischisten gewesen. Und sind sie heute noch. Und das hat nichts mit einer psychischen Störung zu tun. Und so ab der Ende 70er, 80er Jahre dann ist das salonfähig geworden durch Hollywood und die entsprechenden Protagonisten, die es da gegeben hat. Und durch das ist dann in die breite Masse reingekommen. Heute ist der Fitness-Trend schon lange im Mainstream angekommen. Ein Grund, wieso man ins Gym geht, pumpen, ist auch, weil man sich durch das Bestätigung von anderen erhofft. Ich meine, was ist verboten, sich auf irgendeine Art und Weise die Anerkennung zu holen? Oder? Es ist eine mögliche Strategie und die Möglichkeit gibt es. Also warum das nicht so machen? Also es geht auch darum, aus dem Werten rauszukommen. Also die Leute selber werten sich häufig schon sehr stark. Gut, schlecht, richtig, falsch, gross, klein, wie auch immer. Und die es von außen beobachten, die haben ja eine Meinung dazu und werten. Das sind Spinnen, das sind Freaks, die haben ein Problem. Aber es ist ja nur auch eine Strategie, um mit irgendwelchen Themen im Leben umzugehen und irgendwelche Bedürfnisse auch zu befriedigen. Hey, ganz ehrlich, wenn ich so zurückdenke an die Zeit, wo ich ins Fitness gegangen bin, muss ich mir eingestehen, dass auch ich Anerkennung für das wollte. Am liebsten von meinen Mitstudis, die den gleichen Tagesablauf hatten wie ich. Anerkennung dafür, dass ich mich dann regelmäßig nach der Schule noch an eine Beinpresse geschleppt habe, um etwas für meinen Körper zu machen. Auch wenn mir mein Körper eigentlich genau das Gegenteil signalisiert hat. Ich war müde und erschöpft, aber mein Kopf hat einfach nicht zugelassen, dass ich gemütlich heimgehe und mich erhole. Stattdessen hat er mich in irgendein Bauchtraining in der Gruppe geschickt, quasi schnaufen und stöhnen im Chor. Das können loszulassen und stattdessen mehr Bewegung im Alltag zu finden, war für mich ein Prozess. Ein Prozess, den auch Steffi kennt, weil auch sie hat den Sport verändert. Auf ein bisschen krassere Art, wie bei mir. Sie ist 26 und preisgekrönte Bodybuilderin. Ich treffe sie in Solothurn im Fitness, wo sie trainiert und auch Training gibt. Es ist Mittag, sie hockt neben Empfang an einem kleinen Tisch und isst Reispudding aus einem Tupperware. Ihre Vorbereitung für das eigene stündige Training, wo ich ihr nachher zuschauen durfte. Ich nehme ihr gegenüber Platz und sie kommt uns erzählen. Ja, ich wusste, es gibt Bodybuilding, aber ich habe mich nie gross damit befasst. Aber dann bin ich einmal mit ein paar Kollegen auf Basel gegangen, so einen Wettkampf schauen. Und irgendwie in dem Moment, als ich die Frau sah, habe ich gewusst, hey, ich will das auch. Ich will auch mal so einen kleinen Körper haben und so schön geformt sein. Egal, was es braucht. Ihr hört, Steffi hat für ihren Erfolg mit ihrer Stimme gezahlt. Die Erklärung finden wir zwei Jahre vorher. Sie hat sich für einen Wettkampf vorbereitet und auch sie hat Anabolika genommen. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Und im Fitness weiss man, man braucht viel Geduld. Es sagt ja auch immer meine Kunden immer, Geduld, Geduld, Geduld. Und für mich war das in diesem Moment selber extrem schwierig. Und ich wollte Fortschritt sehen, ich wollte vorwärts kommen. Ich wusste, wenn ich auf die Bühne will, dann geht es nicht ohne.
Und was für Wirkungen und Nebenwirkungen hast du davon gemerkt? Also die Wirkung ist ja ganz klar, es liegt auf der Hand. Plötzlich ist alles mega schnell gegangen, ich habe mega zugenommen, also Muskelmasse zugenommen. Ich habe Fett abgebaut, ohne dass ich gross etwas gemacht habe. Ich habe mega viel essen können, weil mein Körper einfach alles verstoffwechselt hat. Aber die Nebenwirkungen, auf der einen Seite, man hört schon die Stimme, die euch vor dir ist. Nachher hat es Hautprobleme gegeben, es hat Stimmungsprobleme gegeben, also Stimmungsschwankungen. Dann, zum Teil ist man halt recht gereizt, je nachdem, was man einnimmt. Und ja. Hast du dich noch erkannt in dem Moment dann? Ja, also ich schon, aber ich habe zum Beispiel auch ein Feedback bekommen von meinem Freund, dass also in der Zeit von der Wettkampfvorbereitung mit der Diät noch ist es schon heavy gsi, also wo er manchmal auch Mühe hatte mit mir. Hat es dann einen Moment gegeben, wo du bereut hast, dass du dich so reingegeben hast und eben das unter anderem auch die Medis genommen hast? Nein, nie. Also für mich war das so eine Erfahrung gsi, ob es jetzt ein paar schlechte natürlich auch, die dazu waren, oder auch die positiven, wertvollen Momente. Ich habe das Gefühl, aus dem lernt man einfach immer. Man kann seine Entschlüsse daraus ziehen, man lernt sich besser kennen. Man weiss auch nachher ganz genau, hey, was will ich und was will ich auf keinen Fall mehr. Also es war für mich ganz eine lehrreiche Zeit gewesen. Ich bin nie mit der Einstellung gegangen, hey, geh jetzt mal schauen. So. Ich habe immer gesagt, ich will gewinnen. Und ich habe mir das vorgestellt, wie das wäre, wenn ich jetzt gewinnen würde. Wie würde ich mich fühlen? Irgendwie hat mir das, glaube ich, auch geholfen, einfach diszipliniert zu bleiben und das durchzustehen und zu sagen, hey, aus dem und dem Grund mache ich das. Und gewonnen hat sie dann auch. Sie ist Zweite geworden am Swiss Cup und hat an der Bodybuilding Schweizer Meisterschaften in der Figurenklasse den ersten Platz geholt. Vorbilder, die sie auf dem Weg motiviert haben, hat sie nicht wirklich, aber sie folgt anderen Bodybuilderinnen auf Instagram, die sie bewundert. Wir scrollen zusammen durch ihren Feed. Also jemand, den ich verfolge, ist Lena Ramseyer. Sie ist von Deutschland. Mhm. Also eine mega tolle Athletin. Sie hat einen mega schönen Rücken. Mhm. Also wenn du hier schaust. Also das ist ja die Figurenklasse, die auf das See arbeitet. Mhm. Dass man als Frau all die V-Form hat. Einen breiten Rücken, schöne Schultern, gute vordere Beine. Mich lassen die Bilder ehrlich gesagt recht kalt. Ich kann einfach nicht anfangen mit diesen gefüllten Muskelbergen. Steffi beeindruckt vor allem die Arbeit hinter diesen Körpern, aber alles schön finden tut auch sie nicht. Es gibt ja auch Athletinnen, die mit der Zeit wie männliche Gesichtszüge annehmen. Und das ist nicht Ziel. Einfach der Körper darf eher männlich gelesen werden, aber das Gesicht soll weiblich bleiben. Ja, also man kann mit Schminke und alles am Wettkampftag natürlich viel überdecken, aber es ist einfach so meine persönliche Meinung, dass ich sage, hey, wenn eine Frau im Gesicht vermännlicht, dann sollte, vielleicht mal, sollte man sich mal überlegen, vielleicht aufzuhören. Also. Ja gut, aber ich meine, bei dir ist es halt nicht im Gesicht selber, aber halt im Kehlkopf, wo es wie vermännlicht wurde. Ja, du hast schon recht. Also, es war halt einfach auch ein bisschen Dummheit gewesen, dass ich dort nicht dass ich das überhaupt gemacht habe, muss ich sagen. Also es ist, hätte ich mich besser informiert, wäre das vielleicht heute nicht so passiert. Damals hat das Bodybuilding ihr ganzes Leben bestimmt. Alles andere musste hinten anstehen. Heute möchte sie das nicht mehr und trainiert, um einen Ausgleich zu haben, viermal in der Woche. Heute sind Rücken und Arme an der Reihe. Wir gehen zusammen auf die Fitnessfläche und ich habe Flashbacks. Der graue Boden, die weißen Geräte, der süße Popmix, der über die Boxen läuft, und das Chattern, wenn das Gewicht der Fitnessgeräte losgelassen werden. Wenn Steffi trainiert, spannt sich alles in ihrem Gesicht an. Man sieht, wie die Konzentration gerade nur am Gewicht gilt, das vor ihr ist. Ich stehe daneben und warte, bis sie mit ihrem Set fertig ist. Wir reden darüber, wie ihr Training sich auf ihr Essverhalten ausgewirkt hat. Weil das eine zieht das andere an. Sportliche Leistung und Ernährung gehen Hand in Hand, und zwar nach Plan. Ja, also bei der Diät ist es halt alles sehr strikt. Man isst nach Plan, man isst jeden Tag das Gleiche und das 7 Tage in der Woche. Dann. Und
Man verliert auch irgendwie, was ist ein normales Essverhalten. Also, man isst nicht mehr, wenn man Hunger hat. Man isst um die Uhrzeit, also am 8., am 12. Und man gewöhnt sich daran, am 4. vor mein Bett gehen und so weiter. Und man lässt nicht mehr auf seinen Körper. Und gerade in der Diät dann, ist die Struktur zwar gut gewesen, aber nach der Diät war es halt dann so gewesen, dass alles wie ein bisschen zusammengefallen ist, weil ich wieder normal leben wollte. Weil bei ihr hat es definitiv ins Negative gekippt. Ihre Ernährung ist außer Kontrolle geraten. Also ich am Anfang, weiss ich es noch genau, hatte ich jeden zweiten Tag irgendeine Fressattacke gehabt. Mit Süßigkeiten, mit Pizza, mit irgendwelchen Cookies. Also so, dass mir wirklich psychisch und körperlich nicht mehr gut gegangen ist. Und irgendwann bin ich einfach dort an den Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, hey, das geht so nicht weiter. Ich muss das ändern, ich will das ändern, weil es tut mir so nicht gut. Sie hat online und auf Social Media nach Hilfe gesucht, um aus dem sogenannten Binge-Eating rauszukommen und dann angefangen, Tagebuch zu führen. So hat sie herausgefunden, wenn die Essattacken triggered werden und schnell gemerkt, dass es an Tagen passiert, wo sie nicht trainiert. Um das zu gehen, hat sie die Tage gut vorausgeplant und geschaut, dass sie dann nicht alleine daheim ist. Psychologische Hilfe hat sie aber nicht wollen. Sie ist eine, die ihre Probleme selber lösen will. Und in diesem Fall hat es auch geklappt. Es gibt so selten, dass ich mich noch überfresse, noch eine Fressattacke habe. Und das ist so. Das fühlt sich so friedvoll an, weißt du? So gut einfach. Muskelsucht und Essstörungen gehören nicht selten zusammen. Und es kann sogar noch weitergehen, sagt der Psychologe Roland Müller. Und das Essverhalten wird dann sehr rigid und aus dem heraus kann dann eine Essstörung entwachsen. Das ist dann wieder eine eigene Diagnose. Oder? Häufig ein Binge-Eating, manchmal auch Bulimie oder Anorexie ist drin, aber sehr häufig Binge-Eating. Und manchmal geht es dann auch in Zwangsstörungen rein, mit sonstigen repetitiven Verhaltensweisen. Und wenn man blockiert ist im Training durch gesundheitliche Probleme zum Beispiel, dann kann das zu Depressionen führen. Es ist also ein Teufelskreis. Zwischen mehr wollen leisten und seinen Anforderungen nicht können gerecht werden. Oft ist einem der Grund für das Verhalten aber gar nicht bewusst. Programmierung ist ja im Unterbewusst und Programmierung sagt, du bist nicht gut genug. Oder? Also jetzt mache ich Power through. Ja. Aber Programmierung ist immer noch die gleiche. Die sagt immer noch, du bist nicht gut genug, du musst besser werden, du siehst nicht gut genug aus und da ist irgendetwas noch zu wenig rund oder zu rund oder wie auch immer. Also das bleibt. Das heisst, der nächste Power through wird kommen. Power through. Durchziehen. Auf Bügen und Brechen. Wenn man aus dem Muster rauskommen will, muss man bei der Sprache anfangen, sagt er mir. Statt sich und seinen Körper zu bewerten mit Sätzen wie zum Beispiel «Die Muskeln sind ein bisschen zu klein» oder «Da hat es noch zu viel Bauchfett», sollte man probieren, sich neutral zu beschreiben. Eben ohne eine Bewertung von gut oder schlecht, von schön oder nicht schön. Dann kann man etwas verändern. Wenn ich zum x-ten Mal den gleichen Loop erlebe, könntest du mich doch irgendwann mal anschiessen und merken, hey, wenn ich es jetzt da vorne nehme, ins bewusste Gedächtnis, will ich das wirklich? Tut mir das wirklich gut? Und von da vorne kann ich etwas verändern. Da kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht nur noch dreimal ins Fitnessstudio, mache ein moderates Training und esse einmal wieder zu oben eine Delle Spaghetti. Wenn ihr euch das Interview noch ausführlicher anschauen wollt, dann schaut doch die REC-Reportage zum Thema «Wann macht Pumpen krank?». Ihr findet sie auf YouTube auf dem SRF-Doc-Kanal. Was mir noch lange nachhängt nach dem Gespräch, ist, dass der Sport, der ja eigentlich etwas Gesundes ist, im Extremen so quasi das eigene soziale Ökosystem komplett durcheinander bringen kann. Das kennt Steffi gut. Und nicht nur sie, sondern auch ihre Schwester, mit der sie sehr eng ist. Ich treffe sie nochmal, damals bei ihr zu Hause und eben zusammen mit ihrer Schwester, Silvana. Hallo. Hi. Wir hocken am Esstisch. Steffi weiss bis heute selber nicht so genau, wie ihre Schwester über ihre grosse Leidenschaft denkt und schaut ein bisschen verstohlen zu ihr über. Wie würdest du ganz prinzipiell euer Verhältnis beschreiben? Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir sind Schwester, aber sie ist auch meine beste Kollegin. Wir haben ja vorher also zusammen gewohnt, also nebeneinander. Und ja, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Sie ist wirklich meine beste Kollegin. So. Genau.
Habt ihr viel, also wie sagt man, Gemeinsamkeiten, Sachen, die auch ähnlich sind? Eher weniger. Also wir sind eigentlich komplett unterschiedlich, ob es charakterlich ist, körperlich. Also ich glaube, dort ziehen sich wirklich Gegensätze an bei uns zu uns. Wir haben nicht viele Gemeinsamkeiten. So. Auch Interessen, wir haben ganz andere Interessen. Aber ja, manchmal braucht es halt die gleiche Gemeinsamkeiten, zum Land vertrauen und zusammen sein. Also von dem her. Wenn man die zwei nebeneinander sieht, würde man auch nie denken, dass sie Schwestern sind. Die Steffi ist blond und muskulös, Silvana hat braune Haare und feine Gesichtszüge. Die einzige Gemeinsamkeit, die sie mal hatten, war die Stimme, bis der Steffi ihre dann tiefer wurde. Also sie war schon eher immer eine Disziplinierte. Und sie ist einfach ein Mensch, wenn sie sich ein Ziel setzt, dann schafft sie das und dann sucht sie sich also auch einen Weg dazu. Und das hat sie eigentlich schon immer gehabt, schon seit Kind. Hat sie, wenn sie etwas wollte, hat sie alles daran gesetzt, dass sie das auch bekommt, früher oder später. Und mir durch das Fitness hat es noch fast ein bisschen verstärkt, ihre Ehrgeiz und Disziplin. Also von dem her, sie hat das schon immer so ein bisschen von uns allen, von unseren Geschwistern, dass sie so ein bisschen den Ehrgeiz hat. Genau einmal hat Steffi ihre Schwester mit ins Fitness geschleppt und mit ihr einen Plan gemacht. Der war aber so hart, dass Silvana nachher noch tagelang Schmerzen hatte und nachher nie mehr einen Fuß in ein Studio gesetzt hat. Trotzdem hat sie Steffi auf ihrem Weg eng begleitet. Hast du nicht gemerkt, wie sie sich verändert hat in dieser Zeit? Ja, also verändert charakterlich nicht einmal unbedingt. Sie ist halt einfach so ein bisschen mit, sie ist immer ein Mensch gewesen, es muss so immer den gleichen Ablauf geben, so der Tag. Und das hat sich schon noch mehr verändert. Also wenn es bei ihr heisst, am 5 Training, dann heisst es am 5 Training. Da kann man nicht noch so ein bisschen abändern und so. Das hat sich schon mehr verstärkt, dass sie halt noch mehr, wie sagt man dem so, strikter ist mit ihrem Programm. Das hat sich schon mehr verändert, aber charakterlich nicht unbedingt. Du musst lachen, wieso? Ja, es ist lustig, mal zu hören, was so die Schwester über das denkt. Mhm. Weil wir eigentlich nie über das geredet. Aber es ist noch komisch, wenn ihr sagt, ihr habt so ein Verhältnis von bester Freundin, aber du hast nie gewusst, wie sie auf deine grosse Leidenschaft schaut, nicht? Ja, ich weiss nicht, ich habe einfach immer das Gefühl, ja, das interessiert sie jetzt eh nicht so fest. Wieso soll ich sie fragen, was sie über das denkt? Weil wir machen es ja sowieso. Das ist es. Sie lässt sich sowieso nicht reinreden. Also, ja, und es ist schon spannend, das mal so zu hören. Hat es, wo Steffi so in der Peak-Trainierphase war, für dich auch so etwas von einer Sucht gehabt? Ja, also ich denke, das ganze Sport, also der ganze Sport ist... entwickelt sich ziemlich schnell zu einer Sucht. Das denke ich schon. Das sieht man bei vielen, die ins Fitness ist. Weil sonst, ich glaube, sonst kannst du das gar nicht so durchziehen, wenn du nicht, ja, wenn nicht fast süchtig nach dem bist. Dass Steffi sich so am Bodybuilding verschrieben hat, hat man auch zuhause am Familientisch gemerkt. Während die Familie zusammen gekocht und gegessen hat, ist Steffi mit ihrem vorbereiteten Diätfood aufgekreuzt. Ich denke auch, dass es irgendwo durch natürlich auch einen Nachteil hat für sie oder für all unsere Beziehung oder mit der Familie eben, wie ich schon angetönt habe, wenn ich mit meinen Töpfern gekommen bin. Und sie haben hier schön zusammen Fajitas gegessen oder so. Ich denke, da haben sie aber schon ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt ein bisschen Spinner. Und hast du? Ja, also ich jetzt von der anderen bin am meisten gewöhnt gewesen, dass sie das macht, weil wir ja oft am Abend zusammen gegessen haben. Da ist sie immer noch mit den Töpfern. Aber es nervt schon manchmal, wenn du einfach etwas zusammen schön essen oder kochen. Sie kocht zwar mit, aber sie isst auch nebenbei mit, aber es nervt sie gleich halt mal so, dass sie dort immer mit ihnen jemand wieder auftaucht. Und ja, und wenn man dann halt bei den fremden Leuten so sieht, sie die Erklärung wieder. Und ach, es hat also auch schon Tage, wo ich mich recht genervt habe, dass sie jetzt nicht einfach mit isst. Hast du dich dann auch schon mal vernachlässigt gefühlt wegen dem? Nein, das eigentlich nicht. Weil man hat ja immer bei einer gewissen Zeit, die sie hat, also da hat man gar nicht müssen fragen, kommst du am 5 oder am Sonntag raus? Man hat es gewusst, dass sie gar nicht kann, so. Da hat man sich gut auf das einstellen. Das sage ich gar nicht. Wenn sie ihr dann gleich mal zu bunt wurde, hat sie der Steffi dann schon aber auch mal die Meinung gegeben. Nämlich dort, wo sie Medis genommen hat, um ihre Leistung zu fördern. In der Zeit vor dem Wettkampf, wo die Steffi dann sehr nervös und auch gereizt war, ist Silvana ihr dann aber nicht mehr von der Seite gewichen. Ja, also etwas, was ich finde, was für mich ganz persönlich gut war, als ich den ersten Wettkampf hatte, bin ich am Oben noch heimgekommen vom Registrieren, relativ spät. Und da hat sie mich noch abpeilen, oder was? Ja, okay, abpeilen, meinen Rücken, damit das auch vorbereitet ist für die Farbe. Und sie hat mir dort voll geholfen. Und
noch mit dem Posing, also habe ich, dass sie ein Video gemacht hat für meine Coaches und bis zum letzten Schritt. Und sie hat mir dann auch gesagt, sie freut sich so, dass ich, dass es morgen endlich so weit ist, weil eben ja, manchmal halten sie mich auch nicht mehr aus. Und jetzt nach diesen 2 Jahren ist es gut, dass endlich der Tag kommt. Und das ist schon für mich, also hat mir mega viel bedeutet in diesem Moment. Nicht nur mit Steffi, sondern auch Silvana war an diesem Abend angespannt. Endlich konnte ihre Schwester zeigen, was sie drauf hat. Also ich merke schon, wie sie auch mega stolz ist auf dich, oder? Ja, ist schon schön. Ich kann ja nicht jeder sagen, dass die Schwester so eine Bodybuilderin ist. Und ja, das macht mich schon stolz. Und das zeigt ja einfach, dass, auch, dass sie ehrgeizig ist. Sonst würde man das gar nicht so herbekommen. Das Gespräch zeigt mir, wie wertvoll das ist, wenn man ein Umfeld hat, das einem auffängt. Und ja, auch anerkennt, was man leistet. Und mir wird klar, dass der Grat beim Sport zwischen gesund und ungesund ein sehr schmaler ist. Aber wenn man sich gut kennt und auf sich lässt, richtig viel vom Sport kann mitnehmen. Für die Psyche, für den Alltag. Ich bewundere Steffi und auch Dani dafür, dass sie ihr Training so durchziehen. Aber mich würde trotzdem keine 10 Ross mehr in ein Fitnessstudio bringen. Trotzdem merke ich, dass ich mehr Lust bekommen habe auf Sport und wieder mal etwas Neues möchte ausprobieren. Ich bin gerade in der Umkleidekabine vom Hallenbad. Ich habe mir ein Abo gelöst und ich gehe seit neuestem schwimmen. Und ich muss sagen, es gefällt mir eigentlich recht gut, auch wenn es völlig anders ist wie beim Spazieren. Meine Arme sind manchmal schon recht schwer nach ein paar Runden und ich komme auch ein bisschen mehr ins Schnaufen. Aber es fühlt sich richtig an. Und wenn es das dann nicht mehr tut, dann höre ich halt wieder auf damit. Wie würdet ihr euch ein Verhältnis zum Sport beschreiben? Geht es euch dabei gut oder ist es euch auch schon mal schlecht gegangen während dem Training? Und wie geht ihr damit um? Mich würde es interessieren, ob ihr schon mal eine Veränderung festgestellt habt oder sogar mal eine Reissleine ziehen müssen. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr das mir gerne erzählen und mir, der Anna Kreidler, ein Mail machen an input@srf3.ch.